Ja, hallihallo. Willkommen im Limbo. Ich bin schon mehr drüben als hier. So schaut's nämlich aus, ja. Da klappt's auch nicht, aber es ist ja so. Jo, was mache ich jetzt noch? Viel nicht mehr. Ich will euch noch 4 Secrets zeigen. Genau, 4 Secrets, die unfassbar cool sind, ja. Will ich sagen, einfach grenzgenial, unvorstellbar, amazing, unbelievable. Genau. Und ja, diese 4 sind da. Zum einen, ja, eine interessante Inschrift auf einem Schaufenster, Glas, ja. Zum einen zeige ich euch das. Zum nächsten zeige ich euch, was man schaffen kann. Ja? Was man schaffen kann, wenn man bei Tatjana Maus, ja? Beim Puppi, ja? Alles outmaxt. Ja? Das zum zweiten. Zum dritten, ja, werde ich euch zeigen, was eigentlich möglich ist, wenn man Wege geht, die man sonst normal nie gehen würde. Ja? Und zum vierten gibt es wieder eine Möglichkeit, ordentlich Gehirngeld zu farmen und ein großes Tier kennenzulernen. Und diese 4 Secrets werden wir uns jetzt nochmal ansehen. Ich beginne gleich mit Secret Nummer 1. Diese Secret finden wir in Kapitel 3, ziemlich gleich am Anfang, auf einem Haus, über einem Schaufenster. Ja? Und da schalte ich jetzt mal hin und dann schauen wir uns das kurz an. Und ich melde mich gleich wieder zurück aus dem Limbo. Also bis gleich. Ja, und da bin ich schon wieder und ich habe das Ganze jetzt auf halber Geschwindigkeit laufen, dass ihr es ganz genau noch einmal seht, nur für euch. Und da vorne biegen wir dann gleich rechts ab, bei dieser Glasscheibe, bei diesem Haus steht, ihr seht es eh schon vielleicht, Consignment. Genau, und was ist das bitte für ein komisches Wort? Das ist eine Mischung aus The Assignment und The Consequence. Das waren die 2 DLCs aus dem ersten Teil. Und ja, die Macher haben sich da was gedacht dabei und haben dieses Wort fusioniert, zusammengefügt und Consignment wurde draus. Ich finde das eine tolle Sache, kann man schnell einmal übersehen und selbst wenn man es sieht, denkt man sich vielleicht momentan gar nichts dabei. Und ja, man muss da wirklich eins und eins zusammenzählen und dann kommt man da drauf. Und ich finde, das ist ein tolles Secret, ja, und hat sich gelohnt, auf jeden Fall, dass ich das da auf meinem Clip habe. Also dann macht's gut. Ciao. Ja, eine tolle Sache, nicht? Was einem diese Spielentwickler so alles an versteckten, ja, Messages, ja, hinterlassen. Das ist unvorstellbar. Also musst wirklich ganz genau schauen, dass du auf sowas drauf kommst. Ja, also das ist ja wirklich mal normal. Oder selbst wenn du das kurz lässt, denkst du da nichts dabei. Ja. Aber ja, wie gesagt, das war Secret Nummer 1. Und jetzt geht es gleich weiter mit Secret Nummer 2. Und da schauen wir mal hinein auf unseren Stuhl, ja, auf unseren Stuhl des Grauens zu Tatjana. Und da schauen wir mal, was passiert, wenn man ja, den Fähigkeitenbaum outmaxt. Also dann, bis gleich. Was zum Teufel? Hey, lass mich hier raus! Detective Castellanos, was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Sie schon wieder? Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Sie wirken müde, Detective. Ich kann Sie wieder in Form bringen.
So wie früher. Sie haben etwas mitgebracht. Einen Schlüssel? Exzellent. Manche Schlüssel führen zur Erleuchtung. Aber dieser gehört nicht dazu. Dieser ist eher weltlich, aber dennoch nützlich. Ich verstehe nicht. Dieser Ort. Sie wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Das hier ist Union. Ah ja? Es wirkt alles so vertraut. Diese Wände, der Stuhl. Sie, als hätte sich rein gar nichts verändert. Wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Ja, hier ist es ruhig. Aber Sie sollten hier nicht rumlungern. Ich sehe, Sie brauchen wieder meine Dienste. Meinen Sie nicht, Sie sollten sich langsam Ihrer Aufgabe stellen? Wir sollten uns so nicht mehr treffen, Detective. Wie soll ich diese Nägel je fertig kriegen, wenn Sie ständig meine Maniküre unterbrechen? Willkommen zurück, Detective. Sie stehen Ihrem ärgsten Feind gegenüber, Ihrer großen Liebe. Warum tut sie das nur? Ihr Mutterinstinkt ist stark. Er überwältigt sie. Sie weiß nur noch, was es heißt, eine Mutter zu sein. Zu lange fühlte sie sich nicht mehr als Ehefrau. Ich wünschte, ich könnte sie zur Vernunft bringen. Manchmal ist es schwer, geliebte Menschen von etwas zu überzeugen, das sie nicht glauben wollen. Das sollten Sie besser verstehen als die meisten. Ich verstehe, was Sie meinen. Denken Sie einfach daran, dass Sie das Richtige tun. Lily gehört nicht hierher. Myra muss das begreifen. Irgendwo im Inneren ist noch ein Teil von ihr. Wie verglimmende Glut. Ich hoffe, das stimmt. Sie können einfach nicht ohne mich, oder? Dies ist leider das letzte Mal, dass ich Ihnen helfen kann. Ich fühle, wie das Ende naht. Sie waren die ganze Zeit für mich da. Beide Male. Vielleicht bin ich auch schon länger bei Ihnen. Wie meinen Sie das? Wer sind Sie? Ich bin, wer ich immer war und immer sein werde. Sie wenden sich an mich, wenn Sie innere Stärke suchen. Und Sie brauchen mich jetzt mehr denn je. Und wenn das alles vorbei ist? Wenn alles vorbei ist, brauchen Sie mich nicht mehr. Weil alles vorbei ist? Oder weil ich dann tot bin? Die Antwort ist so oder so dieselbe. Und jetzt machen wir Sie startklar. Ich gratuliere. Besser können Sie nicht werden. Sie können jetzt aufhören, das grüne Gel zu sammeln. Ja, Wahnsinn, ne? Da sieht man mal, was die Tatjana für Gefühle in sich hat, ja, wie die aufbrausend sein kann. Unvorstellbar. Ein richtiges Partyluder, will ich ja beinahe fast schon sagen. Wahnsinn, ne? Also die nächste Fete, wissen wir schon Bescheid, wenn wir uns da mit nach Hause holen. Okay, gut, das war Tatjana in Action. Und jetzt geht's weiter mit was ganz was Besonderem. Also wenn du das nicht weißt, das wirst du nie machen. Also ich erkläre nochmal ganz kurz, was das Mag ist, kennt ja mittlerweile jeder. Wenn man jetzt bei Post Plus, das ist das weitest entfernteste Mag-Bereich vom Startbereich, wo wir das erste Mal O'Neill getroffen haben. Ja? Und wenn man diesen Weg im Mag jetzt marschiert, von A nach B oder von B nach A, ja, das wird das ein paar Minuten dauern, ich weiß gar nicht, 5 bis 6 Minuten wird man da sicher unterwegs sein. Und es ist jetzt so, ich weiß nicht mehr ganz genau, in welchem Kapitel das war, was das fünfte, sechste muss später gewesen sein. Jedenfalls, es war das Kapitel,
wo wir die zwei Gemälde zerstört haben. Und wenn wir das gemacht haben, ja, dann wird das Theater freigeschaltet. Also dann kann man durch und kann man ins Theater gehen. Und dann darf man nicht hinein. Bitte dann nicht ins Theater gehen, sondern einfach umdrehen, ja, und den ganzen Weg übers Mark zurückgehen, bis in den Bereich, wo auch Chapter 3 war, bis ganz zurück zu O'Neill, wo wir ihn das erste Mal getroffen haben. Ja. Und das ist ein Weg, der einige Minuten dauert. Ja. Ich habe das Ganze ein bisschen zusammengeschnitten, mit einer coolen Musik untermalt, ja, wie es gewohnt seid von mir. Also recht lustig. Und ich bin den Weg dann ab diesem Zeitpunkt, wie gesagt, zurückgegangen. Und dann erwartet uns ja ein, sage ich mal, amüsanter, kurzer Dialog mit ihm. Also, wie gesagt, wenn man das nicht wüsste, man wird da nie zurückgehen. Ne? Also, man würde ganz normal die Story weiterverfolgen, straight forward, aber auf keinen Fall backward. Aber wir haben es gemacht. Und warum? Weil wir dieses coole Secret unbedingt haben wollten. Genau, und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also dann, viel Spaß.
Sebastian, was machen Sie hier? Ich stecke da gerade ziemlich in was drin, O'Neill. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Auf keinen Fall. Wollen Sie mich verarschen? Wissen Sie, wie lange es gedauert hat, zurückzukommen, um Sie um Hilfe zu bitten? Sie hätten mich auch einfach anfunken können. Kommen Sie jetzt mit oder nicht? Ich hab doch gesagt, ich gehe hier nicht weg. Aber Ihnen Hals- und Beinbruch. Es ist so schwierig, fähiges Personal zu finden. Wie auch immer. Ich bin hier drin besser aufgehoben. Wir sehen uns, Sebastian. Ja, so ist das, gell? Also oft geht man ja unnötige Wege im Leben, ja. Ist halt so, aber es war es auf jeden Fall wert. Gut, dann haben wir das dritte von vier Secrets auch erledigt und jetzt fehlt uns noch ein letztes und das hat es auch ordentlich in sich, denn da, wenn man noch einmal einen kurzen Rückblick macht, eine Rückblende in The Evil Within 1, da könnt ihr euch auch noch gut erinnern, es war glaube ich in Chapter 3, wenn mich nicht alles täuscht, in diesem Dorf, da haben wir ja, ich habe es ja auch in meinen Clips gezeigt, in meinem Let's Play, auf meinem Channel, wo wir da auch 100.000 waren es da, 100.000 Hirngel farmen konnte, dass man schnell da wirklich hochlevelt, indem man diese 5 Raben oder Krähen, was das waren, erschoss und dann als Belohnung die 100.000 Gel bekam. Sowas gibt es jetzt auch hier und das werden wir uns ansehen. Und das Ganze ist noch ein bisschen ein Mix, sage ich mal, mit einem Vieh, das riesig groß ist. Ja. Das kennen wir auch aus The Evil Within 1. Da war es dieses Riesenschwein, ja, diese Zuchtsau, ja, weiß nicht, mit gefüllten 2 Tonnen, ja, die was zweimal so groß war wie wir selbst. Und auch hier wird es ein Vieh geben, das um einiges größer ist wie wir. Ja? Und das kann man dann auch ganz nett begutäugeln. Und wie gesagt, auch Gel gibt es wieder als Belohnung. Was man dafür machen muss, das seht ihr dann in meinem Clip. Auch wieder zusammengeschnitten, ein bisschen mit Highspeed-Geschwindigkeit und toller Musikuntermalung. Also dann, ja, genießt es. Viel Spaß mit meinem letzten Secret. We'll be right back.
Ja, was für eine tolle Sache, ne? Also wirklich extrem cool, ja. Also wir haben gesehen, was man machen muss, gell? Man muss bei diesen drei Autos muss man die Zombies hervorlocken, aber dann aufpassen, dass einem die nicht erwischen, ja. Und versuchen, wenn einem die verfolgen, dass man sich irgendwo versteckt, ja. Und dann die drei dazu bringen, dass die da ganz vorne in der Nähe vom zweiten Safe Point dort sich bei dem Haus versammeln und dann wie dämlich auf die Wand kloppen. Ja? Und dann muss man schauen, dass man die drei dann heimlich killt. Ja? Also von hinten mit einem Schleichangriff, ihr habt das eh gesehen bei mir, und dann wird es getriggert. Genau, dann wird das getriggert, was wir am Schluss gesehen haben, nämlich ein riesiger Rabe bzw. eine riesige Krähe ist da auf einmal dann hier. Und ja, nach dem Kill dann bekommt man dann, also bei mir waren es 60, ich weiß jetzt gar nicht, kommt das darauf an, welchen Schwierigkeitsgrad man spielt. Jedenfalls bei mir waren es 60.000 Hirngel. Also kann man sehr gut gebrauchen, würde ich sagen. Und ja, werden wir auch nicht liegen lassen. Also echt tolle Sache. Gut, das waren die vier Zusatz-Secrets, die ich euch noch zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja. Das war's dann mit dem. Dann gibt es noch anschließend zwei Videos von mir, zwei weitere Clips. Unter anderem werde ich bei einem eine Fotostrecke machen mit lauter Bildern von Gegnern und Bossen aus beiden Evil Within Teilen. Also ganz toll. Auch hier werde ich wieder musikalische Untermalung dazugeben. Und dann werde ich noch einen weiteren Clip machen, wo ich dann, ja, ganz was Spezielles, die drei großen Klassik-Songs euch noch einmal zeigen will. Und vor allem, ja, mit Musikuntermalung. Genau, also wir werden uns die drei Klassik-Songs dann noch einmal anhören. Und ja, ein gutes Foto werde ich, ein passendes auch noch dazugeben. Ja, und dann haben wir es wirklich abgeschlossen, das ganze Projektchen, und ich hoffe, es hat euch dann im Gesamten gefallen. Ich hoffe es. Und ja, vor allem der 100% Collectible Run ist ja sicher nicht schlecht für den einen oder die andere. Und ja, dann sage ich Dankeschön, es hat mich gefreut, und ja, halt's die Ohren steif, und wir sehen uns dann wieder bei irgendeinem neuen Projektchen. Bis bald. Ciao.